Man kann einen Gegenspieler im Grunde durch vier Sachen interessant machen. Durch technische Besonderheiten, eine persönliche Beziehung zu den Spielercharakteren, einem ideologischen Konflikt mit den Spielercharakteren oder durch eine Machtbasis des NPCs. Für die technische Seite reicht es meist einfach schon Tabasco hinzuzugeben. Allerdings geht das Ganze auch etwas Final Fantasy-esker. Sagen wir mal, die Gruppe kämpft gegen einen Roboter, der immun gegen körperlichen Schaden ist und ständig seine Farbe ändert. Je nach Änderung der Farbe ist er immun gegen ein bestimmtes Element und anfällig gegen ein anderes. Also liegt es an den Spielern herauszufinden, womit man ihn zu welchem Zeitpunkt bewerfen muss. Der Konflikt mit den Spielercharakteren kann entweder aus einer Hintergrundgeschichte entstehen oder sich natürlich im Laufe des Spiels entwickeln. Ein Beispiel für Ersteres wäre, dass die Eltern eines Abenteurers getötet werden und der Täter irgendetwas mit der Quest zu tun hat. Ein Beispiel für Zweiteres wäre, dass sich die Gruppe einen Magier zum Feind macht, der dann irgendwann ins Licht zurückkommt. Batman hat eine der besten Schurkengalerien, die es in Comics gibt. Was unter anderem daran liegt, dass jeder Bösewicht eine Reflexion eines bestimmten Aspektes von Batman ist. Dabei unterscheide ich mal einfach zwischen zwei Typen. Der erste Typ wäre jemand wie der Joker, der das, was Batman ausmacht, vollkommen umdreht. Der zweite Typ wäre jemand wie Scarecrow, der einen bestimmten Aspekt von Batman nimmt und pervertiert. Wenn wir das Ganze aufs Rollenspiel beziehen, sagen wir mal auf einen Paladin, wäre der offensichtliche Joker-Bösewicht ein chaotisch böser Dämonenanbeter, der gerne Leute umbringt, einfach nur zum Spaß. Während der eigentlich interessantere Scarecrow-Bösewicht ein anderer Paladin wäre, der allerdings vollkommen fanatisch ist und bereit ist, Kinder zu töten, wenn sie in seinen Augen unrein sind. Das mit der Machtbasis ist eigentlich relativ leicht geklärt. Die Gruppe trifft auf einen offensichtlichen Bösewicht, auf den sie aber angewiesen ist. Wie zum Beispiel einen Piraten, einen korrupten Richter, einen bösen Schaman oder einen Chaosmagier. Besonders interessant wird es dann, wenn dieser Charakter adelig ist und oder Vorstand einer Gilde ist. Denn in dem Fall können ihn die Charaktere nicht töten, ohne sich das Misstrauen einer größeren Gruppe zuzuziehen.